Wir starten erstmal mit einer Breakout-Session. Ich würde Sie da jetzt einfach dem Raum zuteilen. Aber hier wird mir angezeigt, no users. Sonst lassen Sie uns da schnell in der großen Gruppe diskutieren. Okay. Das ist ja, das sind so viele Leute, sind ja nicht da. Okay, genau. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns vielleicht schon mal zu diesen zwei Fragen ein kurzes Feedback geben würden. Also gerne einfach Mikro einschalten und uns einmal kurz erzählen, was für Sie ein nachhaltiges Produkt auszeichnet und wie Sie sich eine gute Lehrveranstaltung vorstellen würden. Okay. Genau wie in einer Lehrveranstaltung. Aber erstmal sehr schüchtern und möchte nichts dazu sagen. Kurze Frage, hört man mich? Ah, ja. Jetzt, okay, jetzt, ja. Hallo, Winkler ist mein Name. Ich bin Lehrbeauftragte für Qualitätsmanagement und deswegen denke ich, kann ich durchaus was dazu sagen. Nachhaltiges Produkt. Für mich nicht nur aus Sicht von Qualitätsmanagement, sondern auch allgemein, das ist nicht nur, wenn wir alle Anforderungen getroffen haben, sondern wenn wir auch an zum Beispiel Umweltanforderungen gedacht haben, das ist für mich nachhaltig. Das, also es muss nicht alles regenerativ sein, aber es muss zumindest dran gedacht werden. Ich komme aus Industrie und habe da meine Erfahrungen, also dass nicht nur der Preis immer entscheiden soll, das ist ein nachhaltiges Produkt. Sprich auch Umweltanforderungen entsprechend. Und gute Lehrveranstaltung, das ist, wenn wir das den Studenten auch beibringen, Dinge zu hinterfragen, Dinge nicht als gegeben zu nehmen, sondern durchaus kritisch zu nehmen und auch ja, in Dialog miteinander in Zukunft gerichtet. So stelle ich mir eine gute Lehrveranstaltung. Ja, auf jeden Fall. Das sehen wir, glaube ich, genauso. Und im Chat sind auch noch ein paar Beiträge. Und zwar, dass ein nachhaltiges Produkt eben sowohl in der Produktion als auch in der Nutzung und Entsorgung nachhaltig sein soll. Dass Umweltauswirkungen möglichst mitgedacht und möglichst minimiert werden sollten. Und eben, dass eine Lehrveranstaltung kompetenzfördernd und Lernenden zentriert sein sollte. Genau, auf jeden Fall schon sehr gute Beiträge. Das waren, würde ich sagen, auch Gedanken, die uns angeleitet haben. Möchte noch irgendjemand da etwas zu beitragen? Okay, dann bedanke ich mich schon mal vielmals für die Beiträge und würde jetzt in unseren Vortrag starten. Mein Name ist Anne Syré. Ich habe Umweltingenieurwissenschaften an der RWTH Aachen studiert und arbeite jetzt seit 3 Jahren an der TU Berlin am Fachgebiet Methoden der Produktentwicklung und Mechatronik. Mein Forschungsschwerpunkt bewegt sich eigentlich im Bereich ökologische Nachhaltigkeit von Mobilität und Verkehr. Aber ich bin eben auch in einigen Lehrveranstaltungen tätig und habe gemeinsam mit meinem Kollegen Herrn Grahle und auch Herrn Heide, dessen Namen Sie hier unten auch sehen können, eben auch eine eigene Lehrveranstaltung aufgebaut und ins Leben gerufen. Genau, Alex, damit würde ich zu dir erstmal abgeben. Genau, auch eine ganz kurze Vorstellung von meiner Seite. Mein Name ist Alex Grahle. Ich habe an der TU Berlin Maschinenbau studiert und bin dann direkt gleich da geblieben, seit 3 Jahren wissenschaftlicher Mitarbeiter, auch am selben Lehrstuhl, Methoden der Produktentwicklung und Mechatronik. Bin da eben auch im Mobilitätsbereich forschend tätig. Da geht es um Fahrzeugdesign für ja, vollständig dekarbonisierte Verkehrssysteme. Damit beschäftige ich mich im größten Teil meiner Zeit. Aber genau wie bei Anne ist es bei mir eben auch so, dass ich in einigen Lehrveranstaltungen eben auch tätig bin und eben auch maßgeblich an der Entwicklung von dieser Veranstaltung hier mitgewirkt habe. Dankeschön.
Genau, und worum soll es heute gehen? Wir möchten heute sowohl die Entwicklung als auch die Durchführung von zwei Universitätskursen vorstellen. Zum einen dafür eben unsere Ausgangslage erläutern. Dann wird es zuerst um den Kurs Umweltgerechte Produktentwicklung gehen, den unsere Kollegin Frau Daniela Kattwinkel entwickelt hat und auch innerhalb ihrer Dissertation noch weiter beforscht. Der Kurs wird von der Ruhr-Universität Bochum angeboten. Und im Anschluss sprechen wir dann über den Kurs, den wir entwickelt haben. Der wird eben an der TU Berlin angeboten, Entwicklungsmethoden für nachhaltige Produkte. Und dann möchten wir auch nochmal aufzeigen, wie es jetzt weitergeht oder wie es in Zukunft weitergeht. Genau. Was war unsere Ausgangslage? Also Nachhaltigkeit ist medial, würde ich sagen, sehr präsent und wird auch immer präsenter. Wir wollen unser Leben so gestalten, dass eben wir gut leben können, aber auch zukünftige Generationen noch gut leben können. Und dafür brauchen wir eben nachhaltige Produkte. Die Entwicklung von nachhaltigen Produkten ist aber allerdings eine komplexe Herausforderung, welche eben das Abwägen von technischen, ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekten beinhaltet und dazu eben auch neue Denkweisen, neue Designprozesse und den Umgang mit langfristigen Auswirkungen innerhalb eines breiten Spektrums von Wirkungskategorien benötigt. Und um eben zukünftige ArbeitnehmerInnen auf diese Herausforderung vorzubereiten, denken wir oder war unsere Intention eben, die Nachhaltigkeit schon in die IngenieurInnen-Ausbildung zu integrieren. Gleichzeitig ist zumindest in vielen Teilen der IngenieurInnen-Ausbildung oder ich denke, das haben wir eben auch persönlich am eigenen Leib noch erfahren, sind eben eher traditionelle Lehrformate vorhanden. Das heißt, die meisten Veranstaltungen sind eben eher Lehrenden zentriert und weniger Studierenden oder SchülerInnen zentriert. Und das folgt eben nicht der aktuellen Hochschuldidaktik. Und somit ist unser Anspruch eben eine kompetenzbasierte Hochschulbildung schaffen zu wollen und eben das aktive, selbstgesteuerte und selbstverantwortliche Lernen der Studierenden auch bei uns in den Fokus zu stellen. Wie wollten wir das Ganze dann umsetzen? Wir haben uns eben Fragen gestellt, wie welche Inhalte sollten in Lehrveranstaltungen behandelt werden, um auf der einen Seite eben ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit im Ingenieurwesen erstmal zu schaffen, aber eben auch gleichzeitig Ansätze und Werkzeuge praxisnah zu vermitteln, die dann eben auch im späteren Berufsalltag eingesetzt werden können. Dazu haben wir uns dann auch gefragt, welche innovativen Lehrmethoden sind geeignet, um diese Inhalte zu vermitteln und wie können solche Lehrveranstaltungen umgesetzt werden. Ja, und das Ganze hat im Winter 2019 gestartet. Also da haben wir uns zusammengesetzt und das eben alles überlegt und hatten eigentlich schon unser komplettes Konzept aufgebaut für das Sommersemester 2020 und dann kam eben Corona und dann mussten wir uns zusätzlich noch überlegen, wie können wir denn das Ganze, was wir jetzt geplant haben, auch noch digital umsetzen. Genau, und da würde ich zunächst erstmal auf den auch aufzuzeigen, wie man Nachhaltigkeit und den Impact der Produkte messbar machen kann. Und da geht es dann eben wirklich darum, mit der LCA beispielsweise dann in der ökonomischen Dimension etwas messbar zu machen, aber auch Material Flow Analyse bringen wir bei, aber auch Werkzeuge, um beispielsweise ökonomische Nachhaltigkeit messbar zu machen, wie beispielsweise Lifecycle Costing. Dann geht es aber auch um die Arbeitswelt, also wie arbeiten IngenieurInnen heute in verschiedenen Bereichen und wie trägt das zu ihrer eigenen Glücklichkeit, zu ihrem eigenen Erfolg bei, aber wie hindert es sie möglicherweise auch daran, Nachhaltigkeit umzusetzen in ihrem Berufsleben? Das ist eben auch ein wichtiger Beitrag dabei. Dann geht es um Konstruktionsmethoden, beispielsweise Eco-Design, was wir eben auch ganz konkret dann beibringen, als Werkzeugkasten, der angewendet werden kann. Genau, darüber hinaus geht es aber auch um Dinge wie Technikphilosophie und verschiedene Utopien, also utopische Vorstellungen, wie könnte ein besserer Umgang mit Technik eigentlich in einer idealen Welt aussehen, um einfach nur mal so ein bisschen was aufzuzeigen, wohin könnte es denn vielleicht möglicherweise gehen. Wie lehren wir das Ganze? Grundsätzlich ist es ein sehr interaktives Format. Das heißt, wir haben kurze theoretische Inputs eher als Impulsvorträge, teilweise Gastvorträge aus der Praxis, aber
die wichtigste Komponente sind eben Diskussionen und kleine Workshops, die eben die Studierenden durchführen zu bestimmten Themen, wo sie sich dann auch selber den Fragestellungen annähern und selber eben bestimmte Schlüsse ziehen sollen. Dann gibt es eine persönliche Reflexionsphase. Das bedeutet, es wird ein sogenanntes Lernjournal angefertigt über den Verlauf dieses Kurses, wo alle Studierenden selber ihre Eindrücke und vor allem eben ihre weitergehenden Gedanken niederschreiben. Das ist auch dann die einzige individuelle Prüfungsleistung. Dann gibt es eine semesterbegleitende Gruppenarbeit, wo die Studierenden ein eigenes Produkt auswählen. Das wird im Prinzip in so einem kleinen Vortrag pitchen sie ihre Ideen, finden MitstreiterInnen und bearbeiten dann dieses Produkt über das ganze Semester. Das Ganze wird dann in einem Bericht festgehalten und in einer Präsentation dann eben allen und uns präsentiert. Genau, das Ganze war natürlich geplant als Präsenzveranstaltung, hat Anne vorhin schon angekündigt. Das hat dann leider durch Corona nicht ganz so geklappt. In Präsenz funktioniert sowas natürlich immer wunderbar, eben auch mit Methoden, dass man die Leute im Raum sich verteilen lässt und Gruppen bilden lässt, dass man Whiteboards nutzt, dass man Plakate nutzt. Also da gibt es eben ganz viel, was man machen kann, was wir eben auch geplant hatten. Das haben wir probiert, so gut wie möglich eben in der digitalen Welt umzusetzen, über Breakout-Sessions in Zoom und wie hier beispielsweise aufgezeigt über Miro, wo man dann das Whiteboard auch im digitalen Raum nutzen kann. Das ist hier zum Beispiel ein Beitrag aus einer Präsentation von einer Gruppe. Also man sieht, die Studierenden haben das sehr gerne auch selber angenommen. Ja, als nächstes dann, wie haben die Studierenden das Ganze angenommen? Das ist hier ein Beitrag aus einem dieser Lernjournals, wo dann die Studentin eben bemerkt, dass Technik und Philosophie für sie einfach zwei Begriffe waren, die vorher noch nie zusammen aufgetreten sind. Und das finden wir einen sehr wichtigen Beitrag, weil wir das auch so wahrgenommen haben, dass Technikphilosophie in technischen Studiengängen eigentlich gar nicht stattfindet. Wir denken aber, es ist sehr wichtig, dass sich eben IngenieurInnen auch damit beschäftigen, da gerade wenn es eben um die nicht so leicht messbar zu machenden Dimensionen der Nachhaltigkeit geht, wie die soziale Nachhaltigkeit zum Beispiel, dann brauchen wir eben die Technikphilosophie, um einen geeigneten Umgang mit Technik für uns zu finden. Genau, dann gibt es eben noch weiteres Feedback, was auch von Seiten der Studierenden kam. Und zwar, hier geht es dann zum Beispiel darum, dass, ja, das ist im Prinzip der Kern dieser Veranstaltung, die Konstruktionsmethoden, wo wir eben auch der Meinung waren, es gab bisher noch keine Veranstaltung, die ganz konkret den Studierenden eben Handwerkszeug mitgibt. Was können wir denn eigentlich machen? Und das wurde hier dann eben auch bemerkt, dass das hier einfach der Studentin guten Input gegeben hat. Und ja, sie war auch sehr positiv davon überrascht, dass wir das jetzt wirklich so konkret eben auch beibringen. Genau, und dann letztes Feedback nochmal. Da geht es halt vor allem um den letzten Teil, dass eben die Studentin auch dann das mitnehmen will in ihren Berufsalltag. Und ich denke mal, das gibt uns dann auf jeden Fall auch ein gewisses Feedback, dass wir hier mit dieser Veranstaltung eben etwas erreichen können. Denn wenn auch nur eine Person das, was wir hier in der Veranstaltung behandeln, dann mitnehmen kann in ihren späteren Tag, dann haben wir auch tatsächlich damit, denken wir zumindest, etwas erreicht. Genau, ganz wichtig für uns ist es, dass wir eben nicht nur Input geben, sondern auch etwas mitnehmen. Da geht es ganz konkret auch um Sichtweisen und Meinungen der Studierenden, aber eben auch darum, wie wir die Lehrveranstaltung besser machen können. Und das haben wir dann in der ersten Veranstaltung auch sehr, sehr offensiv eben gemacht, dass wir immer wieder genau Feedback eingeholt haben. Und da ging es dann zum Beispiel darum, dass am Anfang in der ersten Veranstaltung ein bisschen die Visionen gefehlt haben, dass das alles vielleicht ein bisschen zu schwarz gemalt wurde. Und da haben wir dann eben auch direkt einen neuen Block eingefügt, der eben dann eine technikpositive Utopie, also Cradle to Cradle, und eine negative Utopie, im Prinzip einen Ansatz des Degrowth nochmal mit aufgenommen haben und die dann beide gegeneinander abgewogen haben und auch wieder mit viel Diskussion gearbeitet haben. Außerdem war am Anfang es so, dass die Projektarbeiten alle um das gleiche Produkt sich gedreht haben, es also sehr wenig Unterschiede gab. Außerdem haben die Studierenden das Thema Arbeitswelt sehr gemocht. Das haben wir dann eben auch ein bisschen größer gemacht. Und das Thema Diskriminierung war am Anfang noch gar nicht mit drin, Diskriminierung in der Produktentwicklung. Und das ist uns persönlich auch sehr wichtig. Deswegen haben wir das auch nochmal mit aufgenommen. Genau, jetzt noch einmal ein kleiner Ausblick, wie es weitergehen soll.
Wir sind jetzt gerade dabei, bei beiden Veranstaltungen das Ganze auch in einem Praxisformat dann eben umzusetzen und hoffen, dass das ja im nächsten Semester dann funktionieren wird. Wir sind jetzt an der TU auch dabei, das Ganze hybrid anzubieten, wo die Hälfte der Studierenden dann wirklich auch im Hörsaal dabei sein kann. Gleichzeitig haben wir beide Veranstaltungen mit einer Umfrage vor und nach der Veranstaltung begleitet. Diese werten wir jetzt gerade aus, um auch messbar zu machen, dass das funktioniert oder ob das funktioniert, was wir hier machen. Und das Ganze soll dann eben auch noch ja, der wissenschaftlichen Auswertung dienen. Genau, damit bin ich dann schon am Ende angekommen. Wenn es Fragen oder Verbesserungsvorschläge gibt, wäre ich darüber natürlich auch sehr dankbar. Und als kleine weitere Information, es gibt eine Publikation schon zu diesen beiden Kursen, wo wir sie eben beide auch noch etwas genauer beschreiben und auch einen Beitrag über Entwicklungsmethoden für nachhaltige Produkte in der Konstruktionspraxis. Genau, dann bedanke ich mich erstmal recht herzlich und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Genau, für Rückmeldungen gerne einfach direkt das Mikro einschalten und Fragen stellen, oder wir sind auch wirklich immer sehr offen für Verbesserungsvorschläge und Input auch von anderen Lehrenden oder Lernenden. Also ja, das mache ich sofort. Ich kann das auch schnell machen, ich habe es hier gerade offen. Okay. Genau, und okay, vielleicht, falls noch generelle Rückfragen sind, also aus meiner Sicht kann die Präsentation sehr gerne zur Verfügung gestellt werden. Ich weiß gerade nicht, ob das durch das Festival hier selber direkt passiert. Ansonsten können Sie mir aber auch gerne einfach eine kurze Mail schreiben, dann schicke ich Ihnen die gerne zu. Und falls Sie noch Fragen haben an die Kollegin aus Bochum, ist hier auch nochmal Ihre E-Mail-Adresse. Genau. Dann würde ich erstmal sagen, vielen Dank. Und falls es keine Rückmeldungen mehr gibt, wünsche ich allen.